Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123 und unsere gute Samantha Wilson steht noch vor der Tür. Und wir schaffen es einfach nicht, sie reinzulassen. Es fehlt an Kronkorken. Und wir werden wahrscheinlich jetzt ein paar Sachen verkaufen müssen hier. Outfits haben wir schon geguckt. Nach Schrott müssen wir gucken. Ah, da muss aber ordentlich was raus. Die Spielzeugautos. Wir bekommen ständig Spielzeugautos. Verkaufen wir die mal alle. Also alle nicht, aber ordentlich was. So, 5 Stück können wir ja verwahren, aber wir werden sie höchstwahrscheinlich ja auch nicht brauchen unbedingt. Die Golduhren behalten wir lieber. Ventilatoren, Tischventilatoren bekommen wir relativ häufig. Auch wie man sieht, 26 Stück haben wir davon schon gesammelt. Wenn wir 10 Stück davon verkaufen, das müsste dann eigentlich langen vom Platz her, müsste das dicke reichen. Und Garn, auch davon können wir wenigstens 3 noch verkaufen. Ja, wir haben über 100 Plätze jetzt frei an Platz. Klebeband? Das braucht man ja eigentlich immer, aber warum haben wir so viele Lupen? Und Baseballhandschuhe, auch so viele. Oh nein, auch das noch. Das ist nicht so prickelnd jetzt. Wo sind denn gute Leute? Oh, da geht's schon weiter. Das ist nicht sehr gut. Haben wir jemanden abgezogen von unten? Ach, sie bleiben doch hier auf der Etage. Ach so, sie gehen noch mal zurück. Ja, so schlecht ist das gar nicht. Wir brauchen bessere Leute hier oben. Was? 2 Todesklauen schon tot? Wie schön. Ja, okay. Der Rest sollte eigentlich jetzt hier aufgehalten werden. Die letzte Todesklaue. Geschafft? Wow, das war ja mal gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier gute Leute oben reinzustecken. Und was gut ist, finde ich, die Todeskrallen, sie rennen erstmal hier hinten hin und gehen dann wieder hier in diesen Raum rein. Also, so schlecht ist das gar nicht. Gut, dass wir hier hinten keinen Aufzug mehr haben, aber damit wäre die Geschichte dann sowieso geschlossen quasi. Jetzt kann aber Samantha Wilson rein. Das bedeutet, wir bekommen auch sowieso ein paar Kronenkorken noch. Und jetzt geht's rund. Sie hat nämlich einen Badeanzug gefunden. Sie hat so viele Rezepte gefunden. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Wir haben hier also den Badeanzug Endurance 2, also Ausdauer 2, Charisma 2 und Luck 1, Glück 1. Und dann hat sie noch gefunden ein Rezept im Ödland Little Brother. Okay, eine Impro-Waffe, wie es aussieht, eine Impro-Pistole, richtet einen Schaden von 6 bis 13 an. Ja, das scheint mir eine legendäre Waffe zu sein. Die werden wir so schnell wahrscheinlich nicht bauen können. Das ist doch ziemlich teuer, das herzustellen. Und das ist ja mal was Tolles. Ein Bewohner hat ein Rezept im Ödland gefunden. Eine T-45F Power-Rüstung. Mit Stärke Attribut 2 bringt es zusätzlich und Perception 5. Kaum zu glauben, aber endlich haben wir eine Power-Rüstung mal gefunden. Zwar keine, was ist das, T51 oder T0X? Ja, aber auf jeden Fall eine Power-Rüstung. Ist doch schon mal gut. Und einen verbesserten Laborkittel mit Intelligenz 5 sogar. Sehr schön. Hinzu kommt eine Plasma-Pistole, richtet einen Schaden von 11 bis 12 an. Auch wunderbar. Und die gehärtete Kaliber 44 mit Zielvorrichtung. Naja, kein Grund auszuflippen vor Freude. Sie richtet nur einen Schaden an von 3 bis 6. Ja, immerhin. Sie hat ordentlich gefunden. Und sie darf sich ein bisschen hier ausruhen, aber dann geht sofort mit ihr wieder los. Mit ein bisschen ausruhen meine ich dann eigentlich mehr so... Na, wo ist sie? Samantha Wilson, sie hat ja gar nicht... Wieso hat sie denn jetzt ein anderes Outfit an? Das hat sie sich doch selber angezogen, meine ich. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Vielleicht finden wir aber irgendwo den mysteriösen Fremden. Vielleicht steht er hier irgendwo.
Na, können wir ihn sehen? Ich sehe ihn nicht. Ja. Nehmen wir den erstmal. Okay. Samantha Wilson. Ja, warum hat sie denn jetzt dieses Outfit angezogen? Es bringt ihr Perception 1, Agility 2 und Luck 2. Ja, und warum hat sie ihr Ödland-Outfit ausgezogen? Es bringt ihr nur Endurance 3. Okay, das wäre eine Ausrede. Also sie möchte lieber Perception, Agility und Glück haben. Glück hat sie aber schon. Perception, Agility. Haben wir da nicht noch einen Platz frei? Dann könnten wir sie ja mal trainieren lassen. Ich glaube, hier ist alles voll bei uns. 4 von 4. Noch einen Raum wollen wir aber nicht bauen. 3. Sie könnte also tatsächlich Stärke könnte sie trainieren. Wo ist sie jetzt? Was habe ich gerade gesehen? Da ist jemand gestorben draußen. Den müssen wir auch zurückrufen. Dann Stärke. Ja, Stärke könnte sie auch trainieren. Stärke bringt ihr aber auch ihre Rüstung gar nicht. Also sie wollte da draußen gar keine Stärke haben. Sollen wir sie dann in dieser Rüstung, die sie sich selber scheinbar ausgewählt hat, rausschicken? Ich bin schon dafür. Sie ist jetzt ein bisschen erholt und kann dann gleich wieder nach draußen. Wenn ein Platz frei ist, dann wird sie noch zum Training kommen. Auf jeden Fall werden wir sie auch noch trainieren lassen. Sie war auf jeden Fall sehr, sehr fleißig draußen, wie man sieht. Über 13.000 Kronkorken hat sie gesammelt. Und das heißt, sie darf nochmal los. Ja, das auch so hätten wir sie nochmal losgeschickt. Gar kein Problem. Aber so freuen wir uns natürlich besonders darauf. Mal sehen, ob sie wieder so einen guten Lauf hinlegt wie beim letzten Mal. Wer ist denn hier gestorben? Peter S. Hardy. Peter, du bist tot. Mit 4.350 Kronkorken. Und woran bist du gestorben? Oh, oh, oh. Gesehen, einen psychotischen... einen psychotischen streunenden wilden Ghoul. Oh, oh, dieser streunende wilde Ghoul schlurft auf mich zu. Der streunende wilde Ghoul verfiel in totaler Raserei. Ich musste weglaufen. 6 Schaden erlitten, 116 Erfahrungspunkte noch erhalten, aber dann... Ist der Ödland leider im Bewohner gestorben? Andersrum natürlich. Der Bewohner ist im Ödland gestorben. Wir beleben ihn wieder und rufen ihn gleich zurück. Er hat sowieso keine Stimpacks mehr, also zurück mit ihm. Tja, was können wir weitermachen? Wir könnten jetzt natürlich fleißig hier unsere Räume ausbauen. Den Aufseherraum zum Beispiel. Tja, da könnten wir jetzt aber hier nochmal so einen Tempomodus-Marathon starten mit einer Unfallwahrscheinlichkeit von 15%. Können wir das riskieren? Auf jeden Fall. Und hier haben wir 26%. Auch das riskieren wir einmal. Und 19% hört sich immer noch sehr gut an. Und 28%. Ein bisschen knapp, aber es wird schon schief gehen. Ja, es wird schon schief gehen. Leider, leider. Was habt ihr denn hier Schönes? Ein Red Skorpion. Oh mein Gott, das schafft ihr aber, oder? Oh nein, hättet ihr ihn nicht erschießen können? Oh nein. Wo wird er jetzt wieder rauskommen? Hier oben, okay. Ha, dafür hatten sie da oben dann ein leichtes Spiel, aber mit ihrer guten Wahrnehmung. Ja, wie sieht es denn in unseren anderen Hallen aus? Hier ist noch ein Platz frei, also Glück könnte noch jemand trainieren. Und das war's auch schon. Also Stärke haben wir noch einen Platz frei. Tja, und das wär's dann schon. Glück und Stärke. Gucken wir erstmal nach dem ersten. Stärke. Wer könnte denn Stärke noch trainieren?
Okay, Todd Jenkins ist in der Muckibude und Melissa White. Ja, warum eigentlich nicht? Melissa White ist in der Cafeteria. Ich glaube, so wie sie angezogen ist, war sie sonst immer im Kraftwerk. Ach so, sie ist dann oben. Ja, aber so schnell werden ja keine Todeskrallen mehr angreifen, hoffe ich. So, damit sollte der Raum dann hier also auch voll sein. Und die beiden sind ja immer noch da. Da können wir doch den Tempomodus noch ein, zweimal aktivieren. Wie sieht's denn hier aus mit dem Tempomodus? 25%ige Unfallwahrscheinlichkeit und fehlgeschlagen. Hoffentlich kein Red Skorpion. Ach, natürlich. Aber natürlich doch. Wie sollte es auch anders sein? Alles sofort hin dort. Ja, und sie haben es nochmal geschafft. Wunderbar. Wie sieht es hier im Atomreaktor aus? Eine Unfallwahrscheinlichkeit von 30%. Ja, da scheinen Leute mit Glück zu sein. Und hier haben wir ein Unfallrisiko von 15%. Aktivieren wir das auch mal. Und geschafft. Und Flashy und Corky sind schon weg. Das heißt, wir werden jetzt etwas... Wir können das jetzt etwas ruhiger angehen. Wie ist das denn hier mit unserem Albert Robinson? Intelligenz hat er so hoch. Warum ist er jetzt hier oben? Er könnte doch noch... Stärke hätte er doch trainieren können. Glück? War da nicht noch ein Platz frei für Glück? Ja. Also kann er Glück trainieren. Warum auch nicht? Ja, warum nicht? Weil er eigentlich jemand ist, der auf Tour soll, der eine Quest erledigen soll. Aber den picken wir uns gleich schon wieder raus. Das machen wir nicht gleich, das machen wir jetzt sofort. Aber was man hat, das hat man. Und Quest. Ja, wir haben vorhin schon mal geguckt, in einer der letzten Folgen haben wir schon mal geguckt. Wir haben uns aber nicht so richtig dazu überreden können, irgendeine Quest hier anzunehmen. Mal sehen, Magazine aus dem Commonwealth, Stufe 3, das hört sich doch gut an. Sowas könnte man machen. 2 Stunden dauert auch gar nicht so lange. Die Fahrkarte zum Ruhm. Sprich mit der Aufseherin von Vault 404 über den New Boston Beagle. Über den New Beagle. Belohnungen, immerhin. 2 Nuka-Cola Quantum. Stufe 7 brauchen wir, ist die Voraussetzung. Und wir brauchen einen Schadenwaffen, die Schaden von wenigstens 3 anrichten. Die Aufseherin von Vault 404 hat anscheinend eine Möglichkeit, mit dem Herausgeber des New Boston Beagle in Kontakt zu treten. Sie ist unsere Fahrkarte zum Ruhm. Okay, dann stellen wir also mal ein Team zusammen. Amanda Coxcott, Craig Peterson und... Ja, dann ziehen wir ihn gleich wieder ab von seinem Glück. Wo ist er denn? Alan... Peterson? Robinson. Alan Robinson. Habt ihr denn die guten Waffen alle noch dabei? Nein, er hat die rostige Schrotflinte, bekommt aber... Ja, was kann er denn sonst bekommen? Wir haben ja hier einen rückstoßgedämpften Junkjet. Oh. Ja, den hätte ich ja ganz gerne unterwegs. Oder verbesserte Flammenwerfer. Jetzt weiß ich gar nicht, was Craig Robinson, was er für Special-Attribute hat. Also mit dem Baseballschläger kam er ganz gut, klar. Ja, ich glaube, den Junkjet geben wir ihn mal mit. Schaden kann es ja nicht, wenn er viel Schaden ausrichten kann. Dann haben wir schon 2 unterwegs und die Special-Attribute sieht man leider immer noch nicht. Natürlich brauchen sie Stimpacks unterwegs. 15, also 5 für jeden sollten hoffentlich reichen. Ja, das ist ja eine relativ einfache Quest, also von daher sagen wir mal Quest beginnen. Schicken Sie los. Und mit unserem Wasserhaushalt sieht es auch wieder ganz gut aus. In der nächsten Folge werden wir uns nochmal hier ein wenig drum kümmern müssen, damit das alles so ein bisschen besser läuft und aufgeteilt ist. Die Leute nochmal zuweisen eventuell. Und... Ja, was heißt eventuell? Da können wir doch ganz schnell nochmal schauen hier. Hier passt in die Glücksschmiede, ins Casino passt noch jemand und hier passt niemand mehr rein. Also in die Akademie passt keiner mehr. Die könnten wir aber verbessern.
Und Moment, Moment, hier passt auch niemand mehr rein in die Waffenstation oder in das Waffenlager vielmehr. Sportstudio ist voll und auch die Muckibude ist voll. Dann darf ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen bedanken, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.